Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch alle Glitches zeigen, die noch funktionieren nach den Hotfixes und Updates, die bisher kamen. Und zwar zeige ich euch die am besten funktionierenden Glitches, Leute. Also seid gespannt, schaut euch das Video bis zum Ende an und falls es euch gefällt, lasst doch einen Like da. Kommen wir nun zu Glitch Nummer 1. Und zwar befindet sich Glitch Nummer 1 am Spawn vom Firebase Set. Ihr geht hierfür in diese Ecke vor die Kiste, springt aus der Distanz drauf und beim Klettern, Leute, pusht ihr so ein bisschen zurück. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann werden sich alle Zombies unter euch versammeln. So, ich zeige euch das nochmal in Zeitlupe. Also ihr springt aus der Distanz auf diese Kiste hier drauf und während ihr klettert, drückt ihr die Taste nach hinten, sodass ihr ein kleines Stückchen nach hinten läuft und dann sammeln sich die Zombies unter euch. Der zweite Glitch befindet sich bei der verbrannten Verteidigung und zwar hier hinten bei den Sandsäcken. Den kennt ihr mittlerweile auch wahrscheinlich alle schon. Ihr geht hier gegenüber die Sandsäcke, springt drauf und wenn ihr oben seid, geht ein ganz kleines bisschen zurück, Leute. Nur so ein ganz kleines bisschen. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, werden sich wieder alle Zombies unter euch versammeln. Falls ihr keine Munition haben solltet, dann könnt ihr einfach hier runterspringen, euch Munition kaufen und ganz leicht wieder in diesen Spot reinspringen, weil hier kommt man nämlich sehr, sehr leicht wieder rein. So, der dritte Glitch ist ein bisschen kniffliger. Der befindet sich auch bei der verbrannten Verteidigung hier unten bei den Sandsäcken. So, was ihr machen müsst, Leute, ihr springt aus der Distanz hoch, beim Klettern pusht ihr so ein bisschen zurück und wenn ihr das richtig gemacht habt, dann sammeln sich die Zombies unter euch. Und wenn ihr das falsch macht, dann seht ihr, die Zombies bewerfen euch. Lasst hierfür am besten einen Zombie am Leben und versucht das ein paar Mal, bis ihr hier reinkommt. Weil wenn ihr nur einen einzigen Zombie habt, dann klappt das am besten, beziehungsweise ihr habt lange Zeit, um das zu versuchen. Wie ihr seht, klappt das bei mir ein paar Mal nicht. Jedoch, wenn ihr das noch ein paar Mal versucht, dann klappt es. So, aus der Distanz draufspringen, beim Klettern so ein bisschen nach hinten. Und wenn der Zombie dann unter euch ist, dann hat das geklappt. Ich zeige euch das nochmal in Zeitlupe einmal. Also aus der Distanz drauf springen, während ihr klettert, so ein bisschen nach hinten. So, und wenn es dann geklappt hat, dann kommt der Zombie schon auf euch zu und sammelt sich unter euch. Falls nicht, dann versucht es einfach noch einmal. Und das Gute an diesen Spots ist, ihr könnt auch ganz leicht eure Messer leveln. Weil ihr kommt auch mit dem Messer sehr leicht an die Zombies dran. Wie ihr seht, kann ich die alle knifen. So, das war dann Glitch Nummer 3 und wir gehen jetzt weiter zu Glitch Nummer 4. So, der vierte Glitch ist ein bisschen knifflig, so wie der andere. Ihr geht dafür in die steinige Verteidigung, hier nach unten zu den Sandsäcken. Dann springt ihr aus der Distanz hier hoch und während ihr klettert, pusht ihr nach hinten. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann sammeln sich die Zombies alle unter euch. Wie ihr seht, alle Zombies, die von vorne kommen, kommen auch nach unten. Und dann hat dieser Glitch auch geklappt. Ich persönlich finde diesen Glitch auch viel besser als den an der verbrannten Verteidigung, den ich euch hier vorgezeigt habe. Weil der ist meiner Meinung nach einfacher. Und die Distanz zu den Zombies ist auch größer. Also der ist noch ein Stück sicherer als der andere. Glitch Nummer 5 befindet sich am Helipad und zwar springt ihr aus der Distanz auf diese Kisten vor mir drauf. Ich zeige euch das mal. Also auf der Distanz drauf, beim Klettern pusht ihr ein bisschen nach hinten und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann kommen die Zombies auch schon wieder unter euch. So, wie ihr seht, klettert hier einer hoch, aber das macht nichts, denn er geht wieder direkt runter und kommt unter euch. So, kommen wir nun zum nächsten Glitch und der befindet sich auch am Helipad. Hierfür müsst ihr einfach vor dem Teleporter zu den Kisten gehen und zwar zu diesen hier. Ihr springt aus der Distanz auf diese Munitionskisten. Beim Klettern geht ihr wieder so ein kleines Stückchen nach hinten und wenn ihr das nun richtig gemacht habt, sammeln sich die ganzen Zombies unter euch. Der einzige Nachteil an diesen Glitches ist, dass falls der Mangler kommt, er euch aus der Distanz runterschießen kann.
Also, wenn ihr ihn hört, ihr euren Spießsound anhabt, dann versucht den vorher zu töten, bevor er euch abschießt. Ansonsten müsst ihr hier wieder runtergehen und danach wieder hochgehen. Wie ihr seht, sammeln sich auch die Mimics unter euch und ziehen euch nicht aus diesem Glitch. Der nächste Glitch ist der unendlich C4 Glitch. Und zwar müsst ihr euren C4 werfen beim Aufheben, Leute. Ihr drückt Aufheben-Taste und schießen gleichzeitig. Also ihr nehmt das C4 auf und schießt da drauf. Dann explodiert es und ihr habt noch ein C4 in der Hand. Also Aufnehmen-Taste und direkt danach die Schießen-Taste. Und ihr habt das C4 wieder aufgehoben, obwohl es explodiert ist. Jedoch müsst ihr auf dem Controller erstmal bei euren Einstellungen ganz unten euer Interagierverhalten auf ganz rechts machen und auf dem Keyboard auf Tippen stellen. So, wenn ihr mehr als ein C4 in der Hand habt, dann seht ihr, dass ihr, wenn ihr drüber läuft oder in der Nähe ist, dass das direkt wieder aufnimmt. Um dann den C4-Glitch zu machen, ganz einfach, ihr werft den vor euch und während er das von selbst aufnimmt, Leute, während er die Hand ausstreckt, schießt ihr drauf und das C4 explodiert und ihr habt es aufgehoben. So, das war's dann mit diesem Glitch und kommen wir nun zum nächsten Glitch. Der nächste Glitch hilft euch, die Social Distancing Visitenkarte zu bekommen. Ihr braucht dafür den Ätherschleier und ihr braucht einen Kumpel, der euch dabei hilft. Wenn ihr dann euren Ätherschleier voll habt, Leute, dann stellt euch hier hin, wo ich mich hinstelle, und zwar hier an diesem Pfeiler neben Juggernaut. Aktiviert euren Ätherschleier und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann seid ihr hier in diesem Raum. In diesem Raum werden euch alle Zombies ignorieren, ihr werdet gar keinen einzigen Damage bekommen und ihr braucht jetzt halt einen Kollegen, der für euch bis Runde 20 spielt, ohne dass ihr Damage bekommt, damit ihr diese Social Distancing Visitenkarte kriegt. So, kommen wir jetzt nun zum nächsten Glitch. Der nächste Glitch ist der 99 Leben Zombie Lobby Glitch und hierfür braucht ihr einen Kumpel, der euch dabei hilft. Ich zeige euch das Ganze jetzt aus der Sicht des Spieler 1 und zwar geht Spieler 1 in Mehrspieler, eigene Spiele, Spielregeln bearbeiten und auf Einstellungen. Spieler 2 befindet sich in der ganz normalen eigenen Spiele-Lobby und schickt euch hierzu erstmal eine Einladung. Ihr geht auf die Einladung drauf mit Dreieck, bleibt über annehmen, jedoch nehmt ihr die Einladung noch nicht an. Jetzt muss Spieler 2 euch noch eine Einladung senden und sobald oben die Einladung angekommen ist, nehmt ihr diese hier an und spammt Dreieck, sodass ihr wieder dieses Fenster mit annehmen und ignorieren bekommt. So, nun geht ihr auf Spielerdetails ansehen und jetzt verlässt Spieler 2 die Lobby mit Party und danach ohne Party. Ihr habt dann wieder dieses Bildschirm hier und Spieler 2 befindet sich nun im Mehrspieler-Menü bzw. in der Mehrspieler-Lobby. Jetzt schickt Spieler 2 euch noch eine Einladung. Ihr macht wieder dasselbe, bleibt da drüber, wartet auf die zweite Einladung, nimmt die erste dann an und spammt Dreieck. Und geht wieder auf Spielerdetails ansehen. So, Spieler 2 verlässt die Party nun wieder mit euch zusammen. Und danach verlässt er die Party alleine. Ihr seid dann wieder in diesem Bildschirm hier und Spieler 2 befindet sich im Hauptmenü. Im Hauptmenü sendet Spieler 2 euch jetzt noch eine Einladung. Ihr macht wieder dasselbe. Auf die erste geht ihr drauf. Und bei der zweiten Einladung macht ihr wieder dasselbe. Nehmt die erste an und spammt Dreieck. Und geht auf Spielerdetails ansehen. So, nun wechselt Spieler 2 in die Zombies Lobby. Wenn ihr dann in der Zombies Lobby seid, geht ihr hier rechts auf Spieler, unten auf Eliminator, dann selbst die Levelbelebungszähler. Und zwar sind das die Self-Revives, die ihr dann im Spiel habt. So, macht den komplett nach oben und wenn ihr bei 99 seid, Leute, ganz wichtig, geht immer ein vor und ein zurück. Also von 98 auf 99, 98 auf 99, so lange bis ihr in das Spiel joint. Spieler 2 muss jetzt nämlich auf ein privates Zombie-Game gehen. Die Karte ist egal, was ihr spielen wollt, ob jetzt die Maschine, Firebase oder Outbreak, funktioniert alles. In unserem Fall machen wir es auf der Maschine und er geht dann auf privat die Maschine, also startet das Spiel, verlässt das Spiel dann instant alleine und wenn er dann verlassen hat, dann joint ihn das Game rein. Achtung Leute, wenn ihr das bei Outbreak machen wollt, dann ganz wichtig, wenn der Spieler das Spiel gestartet hat und verlassen hat, dann dauert das bis zu 30 Sekunden, bis ihr in das Game joint. Also müsstet ihr dann 30 Sekunden von 98 auf 99 euer Leben stellen, bis ihr dann ins Spiel joint.
Wenn ihr dann ins Spiel gejoint seid, dann steht hier unten zwar, dass ihr nur 3 Selbstwiederbelebungen habt, aber das ist nur ein Anzeigefehler, denn ihr habt so viele Selbstwiederbelebungen, wie ihr vorher im Menü eingestellt habt. Ich zeige euch das mal, ich lasse mich töten und ihr werdet sehen, dass diese 3 dort nicht verschwindet. Und falls ihr mit eurem Freund noch weiterspielen wollt, er kann euch noch in das Game joinen und hat auch 99 Leben, nur zur Info. So, kommen wir nun zum nächsten Glitch. Der nächste Glitch ist der Godmode Glitch und hierfür braucht ihr den Grabstein Perk und einen Kumpel, der euch dabei hilft, und ihr müsst den Strom eingeschaltet haben. Wenn ihr das dann nun alles habt, Leute, dann lasst euch von einem Zombie töten oder tötet euch mit einer Splittergranate und aktiviert euren Grabstein. Ganz wichtig noch, ihr müsst auf Keyboard euer Interagierverhalten auf Tippen stellen und bei Controller-Einstellungen, falls ihr mit einem Controller spielt, euer Interagierverhalten auf Priorisiere interagieren. Dann stellt euch hier zu diesem Jump Pad und wartet, bis die Lebensanzeige komplett ausläuft. Denn wenn noch ein ganz wenig da ist, dann spammt ihr die Viereck-Taste bzw. die Benutzen-Taste. Dann seht ihr auch schon, dass ihr kurz vor eurem Tod noch ein bisschen in die Luft geflogen seid. Und jetzt muss Spieler 2 nur noch die Runde beenden, damit ihr wieder ins Spiel kommt und ihr seid dann im God-Mode. Ein kleiner Tipp von mir an euch ist, wenn Spieler 2 die Runde beendet, dann soll er das am besten im Dorf machen, weil ihr könnt die Teleporter nicht benutzen, Leute, wenn ihr im God-Mode seid. Jedoch, wenn ihr das hier macht, dann spawnt ihr hier und ihr könnt dann oben den Hasen-Easter Egg machen, damit ihr auch den Teleporter wieder benutzen könnt. Ansonsten muss das der Spieler 2 machen, indem er hier diesen Hasen oben bei Packer Punch 20 Sekunden ungefähr anschaut. Aber wenn er den letzten Zombie hier getötet hätte, dann wärt ihr hier und könntet das auch selber machen. So, wenn ihr dann hier seid, für all die, die es noch nicht kennen, ihr müsst die 3 lilanen Hasen in der Luft abschießen. Und wenn ihr dann alle 3 abgeschossen habt, dann spawnt nämlich eine goldene Kiste. Und nachdem ihr diese Kiste aufgemacht habt, kurze Zeit später, spawnt ihr dann bzw. werdet ihr wieder zurück teleportiert. Und danach könnt ihr wieder ganz beliebig die Teleporter hin und zurück nutzen. So, das war's dann mit dem Godmode Glitch und kommen wir zum nächsten Glitch. Und zwar ist es der Unter die Map Glitch. Hierfür würde ich euch empfehlen, das Juggernaut Perk zu kaufen, denn dieser Glitch ist jetzt ein bisschen schwerer, da es den Prone Godmode ja nicht mehr gibt. Und ich zeige euch das jetzt, wie ihr es machen könnt. Ist zwar ein bisschen risky, aber es klappt, wie ihr gleich sehen werdet. Hierfür nimmt erstmal am besten eine kleine Menge an Zombies mit. Mit 2-3 Zombies klappt das nicht mehr so gut, weil die pushen euch jetzt nicht mehr so stark nach vorn. Aber wenn ihr so eine kleine Horde hinter euch habt, dann kriegt ihr das ganz chillig hin. So, traint die Zombies hinter euch, sodass sie von hinten auf euch zulaufen. Ich mache hier noch eine Runde, um euch das perfekt zu zeigen. So, jetzt kommen die Zombies gerade von hinten auf mich zu. Legt euch hierhin beim dritten Loch, haltet die Taste, um nach vorne zu laufen, gedrückt. Und wenn die Zombies euch angreifen, dann spammt die Taste zum Ducken und hinlegen, bis ihr dann unter die Map fallt. Wenn ihr dann unter der Map seid, könnt ihr hier natürlich eure Munition wieder kaufen unterm Flugzeug. Und könnt so hoch in High Rounds gehen, wie ihr wollt. So, kommen wir direkt zum nächsten Glitch. Dieser Glitch ist ein bisschen schwer. Hierfür müsst ihr am Flugzeug bei der Absturzstelle aus der Distanz aus ungefähr diesem Winkel wie ich hier oben drauf springen. Das klappt bei mir auch nicht direkt immer beim ersten Mal. Ich brauche dann immer auch 1-2 Versuche. Und zwar springt ihr aus der Distanz hier oben drauf. Versucht es ein paar Mal. Lasst hierfür am besten nur einen Zombie am Leben, damit ihr auch eure Ruhe habt. So, ich springe aus der Distanz hier drauf, schaut euch dabei diesen Pfeiler hier an und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann bleibt ihr hier oben hängen und eure Füße schweben. Jedoch würde ich euch diesen Glitch nur empfehlen, wenn ihr Controller-Spieler seid, denn manchmal sind die Zombies so tief unter euch, dass ihr die gar nicht bekommt und mit dem Controller, mit dem Auto-Aim kriegt ihr die dann halt. Oder ihr spielt mit dem Keyboard und kombiniert das Ganze mit dem C4-Glitch. Hierfür würde ich euch empfehlen, holt euch einen Juggernaut und schnell Wiederbelebung am besten. Dann geht hier wieder aus der Distanz, schaut ihr euch den Pfeiler an, so etwas schräg, und springt wieder drauf, sodass ihr wieder zur Seite fallt. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, schweben wieder eure Füße. Jetzt werft ihr euren C4 vor euch, Leute, drückt auf C4 nehmen und direkt danach auf Schießen. Und wie ihr seht, habe ich das C4 in der Hand, jedoch explodiert es vorher. Und ja, das würde ich dann für alle Maus- und Keyboard-Spieler empfehlen und das könnt ihr natürlich auch mit dem Controller machen. Hierfür müsst ihr erstmal auf eurem Controller unter den Controller-Einstellungen ganz unten euer Interagierverhalten auf Priorisiere interagieren stellen und auf Keyboard müsst ihr euren Interagierverhalten auf Tippen stellen.
Der nächste Glitch befindet sich im Packer-Punch-Raum. Und zwar, wenn ihr hier runter geht, gegenüber von der Munitionskiste, hier an diesem Stahlkäfig links. Ihr springt wieder aus der Distanz hier zu diesem Käfig und während ihr klettert, pusht ihr so ein kleines bisschen zurück. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann versammeln sich die ganzen Zombies unter euch. Hierfür könnt ihr auch natürlich wieder den C4 Glitch usen. Dreht euch dafür um, werft euren C4, drückt auf Aufnehmen und schießt einmal drauf, Leute. So könnt ihr natürlich die Runden auch pushen. Jedoch, wenn ihr den Strom eingeschaltet habt, dann kommen auch die Hunde und die können euch auch hitten. Und die Boss-Zombies bzw. der Megatron, der kann euch hier auch schlagen. Der nächste Glitch befindet sich in der Krankenstation, ist ungefähr so wie der Glitch davor, jedoch finde ich den um einiges besser. Ihr stellt euch hier vor diesem Tank, so wie ich, aus der Distanz, springt ihr nach oben und beim Klettern geht ihr so ein kleines Stückchen zurück und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, versammeln sich die Zombies unter euch. Hier könnt ihr wieder die Zombies ganz normal töten oder den C4 Glitch benutzen. Und was an diesem Glitch besser ist als bei dem anderen: wenn ihr den Strom aus habt, dann kommen natürlich keine Hunde, bei dem anderen natürlich auch nicht. Jedoch, wenn ihr hier oben drauf bleibt und den Boden nicht berührt, dann kommen auch die Megatrons nicht. Also rein theoretisch, wenn ihr den Stromschalter nicht einschaltet und hier oben drauf seid, dann könnt ihr bis Runde 100 spielen, ohne dass ein einziger Hund kommt und ein Megatron. So, das war's dann auch mit diesem Glitch. Der nächste Glitch befindet sich im Packer-Punch-Raum und hierfür lasst am besten ein oder zwei Zombies am Leben, damit ihr das ganz in Ruhe machen könnt, weil das klappt vielleicht auch nicht beim ersten Mal. Wenn ihr dann ein Zombie habt, dann geht hier oben hin zu der Treppe, wo ich hingehe, stellt euch so hin wie ich, klettert drüber und während ihr klettert, guckt nach links. So, dann gehen wir noch ein bisschen höher, klettert drüber, dreht euch nach links. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann seid ihr hier auf diesen Kanistern drauf und die Zombies sammeln sich über euch. Jedoch werden euch die Hunde und die Megatrons angreifen, aber ihr könnt in diesem Glitch auch, wenn ihr wollt, den C4 Glitch benutzen. Und wenn ihr die Zombies normal töten wollt, dann schießt ihr einfach nach oben.